So Leute, I'm back mit einem kleinen Live-Day. Live. Willkommen zurück nach einer kleinen Pause. Mal wieder. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid, aber ich komme zurück mit einem kleinen Live-Update und ja, würde euch gerne ein bisschen erzählen, was die letzten Wochen so abging, was passiert ist und wie es bei mir so weitergeht, weil auf Instagram habe ich ein bisschen was bereits mit euch geteilt. Aber ja, wie es auf Instagram halt so ist, man schaut nicht jeden Tag die Stories und deswegen dachte ich mir, let's do a YouTube-Video about that. Ja, wo soll ich anfangen? Das letzte war ja, ich habe für einen Marathon hier in Hannover trainiert. 2,5 Monate, der wäre Ende März gewesen. Wir haben bereits Anfang April. Ich konnte den Marathon leider nicht machen, was für mich ein mentaler Rückschlag war, weil ich mich die letzten Monate so extrem darauf vorbereitet habe und so viel Zeit investiert habe. Ja, und konnte dann am Ende den Marathon nicht laufen, weil ich eine Woche vorher Corona bekommen habe. Ein Problem war so ein bisschen, dass ich die letzten Monate grundsätzlich sehr, sehr oft krank war. Ich habe 2x Corona innerhalb von 1,5 Monaten gehabt und es hat mich einfach körperlich komplett ausgenockt und das war der Punkt, wo mein Körper und mein Kopf gesagt hat, das geht so nicht weiter. Es war ein harter Rückschlag für mich, es war eine harte Zeit auch davor, mit der ich viel mental zu kämpfen hatte und körperlich auch, wo ich immer wieder gemerkt habe, ich bin an meine Grenzen gekommen. Das war einfach ein Signal von oben. Sage ich jetzt mal, auch wenn kein so schönes Signal, dass ich mir jetzt eine Pause nehmen soll und das ein bisschen, bisschen mir mehr Gedanken über meine Gesundheit machen sollte. Was ich auch seit ein paar Monaten auch oder seit ein paar Wochen vorher schon gemacht habe. Aufgrund dieser häufigen Krankheiten, die ich hatte, vor allem extrem seit letztem Jahr Dezember. Da sind wir ja nach Mauritius geflogen und ich bin vorher krank geworden. Es war kein Corona, es hat sich aber so angefühlt. Ich war mehrere Wochen komplett schlapp. Also mir ging es wirklich sehr, sehr schlecht. Ich habe mich noch komplett reingesteigert und ich habe mich wirklich sehr schwach gefühlt. Ich war dauerhaft müde, ich hatte Muskelschmerzen, ich hatte Gliederschmerzen. Ich war dauerhaft erkältet und ja, ich wusste nicht, was los ist. Ich habe mich auf jeden Fall dann mit einer Followerin von mir ausgetauscht, die sich mit ganzheitlicher Gesundheit beschäftigt und kann sie auch heute ganz stolz meinen Coach nennen. Ich habe am 1. März mit ihr ein Coaching begonnen und ja, wir haben uns mal meine Blutwerte und so angeguckt und geschaut, wo eigentlich die Problematiken herkommen, weil ich immer das Gefühl hatte, ich war wirklich in so einem Dauermüde-Zustand und ich hatte einfach nur mir dann selber eingeredet, dass ich faul sei, dass ich einfach nicht genug mache und faul bin und deswegen halt irgendwie, ja, dass er mein Problem ist und ist es aber nicht. Und zwar habe ich, es ist jetzt nicht dramatisch, das hört sich jetzt so dramatisch an, es ist nichts Dramatisches, aber trotzdem möchte ich sagen, das macht euch Gedanken um eure Gesundheit, vernachlässigt das nicht. Es ist nicht normal, dass man müde ist. Es ist nicht normal, dass man dauerhaft krank ist. Es ist nicht normal, dass man sich schwach fühlt. Was ja oft bei uns Frauen auch so abgestempelt wird. Ja, sie ist halt eine Frau, sie ist halt ein bisschen weak, sie ist halt ein bisschen müde und so. Außer mal wieder die Hormone. Das ist nicht normal. Es ist auch nicht normal, wenn man Magenschmerzen, wenn man Bauchschmerzen hat, nachdem man gegessen hat. Es ist auch nicht normal, dass man einen harten, geschwollenen Bauch hat. Und ja, auch Unreinheiten im Gesicht, das sind alles Indizien dafür, dass irgendwas anderes vielleicht nicht stimmt, wo man dem auf den Grund gehen sollte. Und ja, genau, das habe ich dann gemacht. Ich habe mir ein ausgiebiges Blutbild machen lassen. Das wissen einige von euch vielleicht, dass ich das eigentlich 1 bis 2 Mal im Jahr mache, wo ich nicht nur so ein sogenanntes großes Blutbild, sondern ich mache das bei einem Sportmediziner, einem Internisten. Lass wirklich alles durchtesten und schaue mir alle Werte an mit meinem heutigen Coach haben wir uns auch vor allem darauf fokussiert, mal meine Hormone zu checken. Auch so das Thema Schilddrüse war ein Punkt, der mich schon ein bisschen länger beschäftigt. Ich war nämlich letztes Jahr, Anfang letzten Jahres, bei einer Heilpraktikerin. Und da war ich eigentlich in Behandlung wegen meines Kiefers, weil ich, nachdem ich meine Zahnspange hatte, Schmerzen im Kiefer bekommen habe und habe mich aber oft mit ihr über viele andere Dinge unterhalten und sie hat dann sich auch ein paar Werte von damals angeguckt, wo der Arzt meinte, hey, ist das alles in Ordnung, nimm mal vielleicht ein bisschen Vitamin D3 oder so mehr, aber sonst nichts. Und sie hat zu mir gesagt, Evelina, deine Schilddrüse funktioniert wie bei einer 40-Jährigen.
Und das ist mir so tief im Kopf geblieben und hat mich irgendwie die ganze Zeit, die ganzen Monate, das ganze Jahr über irgendwie so im Hinterkopf mitverfolgt, wo ich dann wusste, okay, wenn da nichts wäre, würde so eine Person, die sich ja auch damit irgendwie ein bisschen auskennt, nicht sowas sagen. Und ich habe ja auch gemerkt, dass irgendwas nicht gestimmt hatte, dass irgendwas nicht so richtig funktioniert hatte. Über die Jahre irgendwas ist in mir kaputt gegangen, sage ich jetzt mal, was vorher nicht so war. Und ja, deswegen habe ich jetzt ein erneutes Blutbild gemacht, wo auch laut Arzt eigentlich alles soweit in Ordnung ist, beziehungsweise ich habe nicht mal Feedback darauf bekommen. Aber ich hatte dann auch ehrlich gesagt keine Lust, mich da jetzt selber zu melden, wo ich mir dachte, so, das deutsche Gesundheitssystem ist halt echt, ja, schwieriges Pflaster. Und ja, wir haben das Blutbild uns angeschaut und festgestellt, dass meine Schilddrüse wirklich nicht so gut arbeitet. Dass die Werte zwar in den offiziellen Normbereichen noch gerade so sind, aber grundlegend ich eine moderate Schilddrüsenunterfunktion habe. Und ja, würde ich jetzt ein paar Jahre warten, würde mir der Arzt in ein paar Jahren sagen, hey, wird Zeit, mal ein paar Hormone zu sich zu führen. Und ich bin ein sehr gesundheitsbewusster Mensch und ich möchte das nicht. Ich möchte mir keine Hormone mehr zuführen, ich möchte keine Tabletten nehmen, ich möchte schauen, dass ich meine Gesundheit in den Griff kriege und dass es nicht dazu kommen muss, dass ich halt in medizinischer Behandlung für mein Leben bin oder dass ich mein Leben lang irgendwelche Hormontabletten schlucken muss. Und ja, das war dann mein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich muss irgendwas ändern. Des Weiteren haben wir auch eine Haarmineralanalyse durchgeführt. Einfach um ein paar weitere Dinge zu verstehen. Ich habe in der Zeit jetzt auch sehr, sehr viel darüber gelernt. Ich kann es nicht zu 100% alles wiedergeben, aber ich versuche euch einfach das, was ich verstehe und gelernt habe, so ein bisschen wiederzugeben. Es tut mir leid, falls es vielleicht nicht zu 100% korrekt ist oder irgendwie verständlich, aber ich bin da auch kein Profi drin und ich versuche es nur zu verstehen und nachzuvollziehen. Weil grundsätzlich habt ihr mit einem Blutbild einen momentanen Zustand eurer Nährwerte, Mineralstoffe, Vitamine, die im Körper sind, von dem Tag, wo das Blut abgenommen wurde. Und zum Beispiel bei einer Haarmineralanalyse seht ihr so die letzten 3 Monate und in den Haaren seht ihr mehr die Qualität und im Blut mehr die Quantität. Kann ich euch an einem simplen Beispiel erklären. In meinem letzten Blutbild zum Beispiel ist mein Magnesium extrem erhöht. Der Arzt hat vermutlich jetzt gesagt, okay, Velina, dann hör auf, Magnesium zu supplementieren, bis es wieder sinkt. Und wenn es dann wieder zu niedrig ist, supplementier es halt wieder. Das wäre jetzt so, okay, ne? So, das ist jetzt das Problem, das Symptom und das bekämpfen wir jetzt so. Ich möchte aber dem auf den Grund gehen, warum mein Magnesium im Blut so hoch ist, zum Beispiel, jetzt banal gesagt, aber ich eher Symptome eines Magnesiummangels habe. Ich habe keine Symptome von zu viel Magnesium. Viele von euch wissen ja zum Beispiel, wenn man Magnesium übersupplementiert, dass man zum Beispiel Durchfall bekommt. Und mein Körper hat eher eine Mangelerscheinung an Magnesium, weil ich auch viel mit Krämpfen zu tun habe, Müdigkeit beispielsweise, und nicht einen Magnesiumüberschuss. Das haben wir wiederum im Zusammenhang mit der Haarmineralanalyse verstanden, dass wahrscheinlich das Magnesium, was ich zu mir nehme, sich in meinem Blut staut. Also da befindet sich in meinem Blut dann viel Magnesium, weil ich Magnesium zu mir nehme. Es gerät aber nicht in die Zelle. Das heißt, es kann bei mir nicht verwertet werden. Und deswegen ist da die Problematik, dass ich eher Mangelerscheinungen habe. Und eigentlich ganz simpel. Und das habe ich mit vielen, vielen Vitaminen und Mineralstoffen, wo ich dann denke, hey, eigentlich ist der Wert doch super, aber eigentlich ist der Wert nicht super. Und ein Normbereich, den der Arzt nennt, ist auch kein Normbereich. Das wissen wir ja schon oder haben wir jetzt mittlerweile darüber gelernt, wie das denn mit den Eisenwerten ist. Abgesehen davon, dass viele Ärzte nicht mal auf den richtigen Eisenwert gucken, wird der bei teilweise 30, 40 als normal eingestuft, weil es halt im Normbereich ist. Es ist aber nicht normal. Das ist deutlich zu wenig und wir müssen viel mehr Verständnis dafür haben und viel mehr darüber aufgeklärt werden, was dann wirklich gut ist und was dann wirklich nicht gut ist. Ne? Vor allem für uns Frauen, die auch beispielsweise mehr Sport machen. Und das führt mich dann quasi zu meinem zweiten Problemchen, und zwar meinem Darm. Meinen Darm haben wir uns auch mehr oder weniger angeschaut und geguckt, wo da die Problematik ist. Und es hat sich herausgestellt, dass ich das Leaky Gut-Syndrom habe. Ich weiß nicht, ob es dem einen oder anderen was sagt. Und bevor ich jetzt anfange zu googeln, versuche ich euch das mal ganz simpel zu erklären. Leaky Gut heißt durchlässiger Darm. Heißt nicht unbedingt nicht nur, dass
die Vitamine und Minerale, die ich zu mir führe, so ein bisschen durch die Gegend fliegen im Körper und nicht so richtig verwertet werden können. Aber eben auch ganz, ganz viele Toxine, die über die Umwelt und über die Nahrung in uns gelangen, die werden auch in die Blutbahn weitergeleitet und gefiltert. Und ja, das führt am Ende zu einer Vergiftung vom Körper. Normalerweise kann unser Körper sich auch gut selber entgiften. Und da kommen wir zur dritten Problematik, die ich habe. Ich habe eine Stoffwechselstörung. Ist offiziell keine anerkannte Krankheit, aber es ist eine Störung des Körpers, die meistens entweder genetisch weitergeleitet wurde oder durch ein Trauma, Schleudertrauma entstanden ist, was ich bei mir nicht vermute, sondern eher, dass es genetisch ist. Und diese Stoffwechselstörung nennt sich HPU. Und die unter anderem führt dazu, dass der Körper sich nicht selber entgiften kann. Das heißt, ich führe unbewusst Giftstoffe in meinen Körper, was hier zum Beispiel mit Schwermetallen gut passiert, mit Mikroplastik oft passiert. Normalerweise müsste der Darm das ja ausfiltern. Mein Leaky Gut sagt aber welcome und sucht sich ein schönes Plätzchen im Körper und dann spreadet sich das halt überall. Und meine Stoffwechselstörung sorgt dafür, dass die halt nicht wieder, der Körper nicht wieder entgiftet wird und diese negativen Toxine halt nicht so richtig aus meinem Körper gelangen. Und ja, das ist immer so, das schwebt so ein bisschen immer ja, locker nebenher, ohne dass es vielleicht sofort erkannt wird. Aber viele Dinge können halt eine Verschlimmerung auslösen oder eine Verstärkung, unter anderem zum Beispiel Stress. Und ich war die letzten Monate extrem psychischen Stress ausgesetzt und bin halt eh nicht so ein stressresistenter Mensch. Und deswegen ja, ist alles hochgekommen und mir ging es einfach echt beschissen. Das war so jetzt die grobe Zusammenfassung von meinen Problemchen. Ich hoffe, ich habe da nichts ausgelassen. Es ist halt einfach so, dass ich jetzt schauen muss, dass ich das in den Griff kriege, soweit es noch in den Griff zu kriegen ist, ohne dass ich auf irgendwelchen Tabletten sitzen bleibe, weil ich das halt einfach nicht möchte. Und wir wissen ja alle, du bist, was du isst. Und Essen ist heilig. Und wir müssen wirklich mehr darüber lernen, was wir unserem Körper zuführen. Vor allem, weil man nach und nach die einzelnen Bausteine halt ein bisschen beheben muss und heilen muss. Und ja, deswegen werde ich oder bin ich gerade dabei, mit meinem Coach so ein bisschen meine Ernährung umzustellen. Einerseits ist es jetzt wichtig, dass ich mich, um reinzukommen, erstmal so gut es geht allergenarm ernähre. Das heißt, ich muss bestimmte Allergene erstmal so gut es geht raushalten. Aktuell fahren wir so eine 80-20-Schiene. Das heißt, Allergene sind zum Beispiel Soja, zum Beispiel Kuhmilchprodukte, Gluten, also Weizen und irgendwie noch andere Sachen. Das ist jetzt das, was mir jetzt gerade so einfällt. Und ich stelle meine Ernährung jetzt erstmal so Stück für Stück dahingehend um, dass ich diese Allergene reduziere, bis halt komplett aus meiner Ernährung erstmal rausnehme. Beziehungsweise auch alle Lebensmittel, die den Darm extrem reizen können. Und auch so das Thema Zuckerersatzstoffe, Überkonsum von Zuckerersatzstoffen, weil so Sachen wie Sucralose und Maltit ist leider überall drin. Und ist halt Futter für schlechte Darmbakterien und ist gerade für mich nicht so förderlich. Und deswegen muss ich da auch ein bisschen drauf achten, dass ich zu anderen Süßungsmitteln zurückgreife. Erythrit ist vollkommen in Ordnung. Aber sonst zum Beispiel Dinge wie Biohonig oder Kokosblütenzucker. Das sind halt Sachen, die den Darm einfach viel weniger reizen und den schlechten Darmbakterien einfach nicht so viel Futter geben. Des Weiteren ist erstmal Soja zu 99% aus meiner Ernährung gestrichen und alle, die mich kennen, wissen, ich liebe Tofu, ich liebe Tempeh, ich ernähre mich vegetarisch und es ist ein Kampf für mich gewesen, die letzten Wochen darauf zu verzichten. Ich habe mich ein bisschen eingefunden, ich habe mir Alternativen gefunden und es geht. Für mich ist es halt nur sehr schwer, weil ich mich halt einfach vegetarisch und halt öfters gern auch mal vegan ernähre, auf diese Dinge zu verzichten, weil ich dann so ein bisschen lost war und ich wusste, okay, Lena, wie deckst du denn deine Proteine? Weil ich ja auch keine Kuhmilchprodukte konsumieren durfte. Also fällt jetzt erstmal Whey auch komplett weg. Das heißt, ich muss auf veganes Proteinpulver zurückgreifen. Bestenfalls nicht täglich veganes Proteinpulver konsumieren, was auch zu viele Zuckerersatzstoffe drin hat, wie Sucralose. Das ist halt natürlich auch nicht so einfach. Ne? Heißt nicht, dass es schlecht ist. In geringen Mengen ist es komplett unbedenklich. Aber ich muss jetzt einfach meinen Darm erstmal in den Griff kriegen, damit ich sowas halt wieder häufiger vielleicht auch mal normal unbeschwert essen kann. Und ja, deswegen bestand meine Ernährung die letzten Wochen aus Eiern.
ist eine Quelle, die ich ganz gut vertrage und ganz gut essen kann. Einmal die Woche Fisch. Da muss ich aber wegen meiner Toxinbelastung, Schwermetallbelastung darauf achten, dass es Süßwasserfisch ist, weil die, zum Beispiel Lachs hat auch mal eine sehr, sehr hohe Quecksilberbelastung. Und Feta-Käse darf ich Gott sei Dank essen. Ihr wisst, ich liebe Feta-Käse. Ich darf keine Kuhmilchprodukte, aber Schaf und Ziege ist in Ordnung. Das heißt, Ziegenkäse, Schafskäse ist vollkommen in Ordnung. Und an den veganen Quellen habe ich mich auch so ein bisschen mehr an Erbse wieder rangetraut. Bei Erbsen muss ich mal auch ein bisschen vorsichtig sein. Zu viel Erbsen reizt auch den Darm. Ich habe mir ein Tempeh gefunden aus Lupinen tatsächlich, was mir mittlerweile ganz gut schmeckt. Und Sonnenblumenprotein ist auch ja, eine gute Proteinquelle, die ich in meine Ernährung eingebaut habe in Form von, ja so, ihr kennt ja bestimmt dieses trockene Sojagestätzelte oder Sojagranulat, was man so einweichen muss und dann anbraten kann. Das gibt es halt auch zum Beispiel aus Sonnenblumenprotein. Weizen komplett raus, ist für mich aber kein Problem, da ich mich sowieso glutenfrei ernähre. Und ja, ich muss halt einfach viele Dinge umstellen, weil wenn ihr mal überlegt oder wenn ihr mal auf viele Produkte, auf die Inhaltsstoffe schaut, wie oft zum Beispiel Sojalecithin drin ist als Bindemittel, glaube ich, darf ich nicht. Also sollte ich jetzt nicht, weil ich jetzt darauf hinarbeite, diese Allergene halt erstmal rauszuhalten. Und deswegen fühle ich mich schon da sehr eingeschränkt und musste mich auch so ein bisschen erstmal zurechtfinden, okay, was ist was und wo ist was drin und so. Und das hat mich schon ein bisschen Nerven gekostet. So viel erstmal zu der Ernährung. Ihr könnt mir auch gerne Fragen in den Kommentaren stellen, falls ihr da noch Fragen habt oder so. Aber das ist auf jeden Fall super wichtig, weil ich im Mai eine Ausschussdiät machen werde. Da werde ich euch auch auf jeden Fall mitnehmen, weil ich denke, das kann ganz interessant sein. Eine Ausschussdiät ist sehr aufwendig und ich habe trotzdem gesagt, ich werde das machen und ich werde mir die Zeit dafür nehmen. Und nach meinem Geburtstag ein paar Tage habe ich auch die Zeit, weil ich dann 28 Tage komplett allergenfrei essen muss, zu 100%. Also die 80-20-Regel fällt und zu 100% muss ich das machen. Und danach haben wir nochmal anderthalb Wochen, wo wir verschiedene Allergene mit aufnehmen, um zu schauen, worauf mein Körper vielleicht eher negativ reagiert, damit ich da auch besser Bescheid weiß. Das ist jetzt der Plan für die nächsten Wochen. Außerdem habe ich ein neues Morgenritual. Ich habe nämlich einen Special Drink bekommen, mit vielen Ballaststoffen und so ein bisschen antientzündlich für meinen Darm, den ich jetzt morgens nüchtern jeden Morgen trinke. Ich kann ihn euch auch gerne mal vorstellen, wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr auch gerne in die Kommentare droppen. Und ja, wir haben meine Supplemente komplett umgestellt, geschaut, was ist jetzt vielleicht sinnvoll, wo sollten wir jetzt dran arbeiten, und da steuern wir auch auf eine Entgiftung des Körpers zu. Durch die Stoffwechselstörung kann mein Körper nicht entgiften, deswegen müssen wir das ja, selber machen. Und es gibt verschiedene Supplemente, die halt so mehr entgiften und welche, die weniger entgiften. Zum Beispiel ist Zink eins, was halt sehr entgiftet. Und das wollen wir aber nicht übertreiben. Das ist einfach ein bisschen zu viel für meinen Körper. Ne? Das machen wir jetzt Stück für Stück und nehmen das Stück für Stück dann auch mit rein. Weil so eine Entgiftung ist halt wie so ein Entzug für den Körper. Und es kann halt so gewisse Entzugserscheinungen dann halt auch geben. Und in meiner Haarmineralanalyse war mein Calcium beispielsweise exorbitant hoch. Und Calcium puffert halt viele negative Dinge ab und viele negative Stoffe. Und wenn wir jetzt rasant entgiften, senken wir zum Beispiel das Calcium, wenn wir dahin gehen. Und dann steigen halt andere negative Toxine im Körper, weil die vorher vom Calcium abgepufft worden sind. Und ja, das wäre vielleicht nicht so förderlich für den Anfang. Das heißt, wir gehen alles ein bisschen langsamer an dafür, aber dass es halt zukünftig nachhaltig ist und ich irgendwann alle Dinge, die ich essen möchte, unbeschwert genießen kann, wieder komplett energiegeladen durch den Tag laufen kann. Ein weiteres Thema, an dem ich mit meinem Coach arbeite, ist das Stressmanagement, weil wir wissen alle, Stress ist schlecht für unseren Körper, aber ich glaube, dennoch nehmen wir das einfach nicht ernst genug. Stress ist super, super, super schlecht und wir müssen lernen, mit Stress besser umzugehen und uns mehr Ventile suchen, wo wir halt den Stress abbauen können. Deswegen arbeiten wir jetzt sehr viel am Stressmanagement, an der positiveren Einstellung und ja, an verschiedenen Routinen, an Morgenroutinen, an Abendroutinen. Dinge wie ganz simpel, aber so Blaulichtfilterbrillen zu implementieren. Morgens nicht sofort aufs Handy gucken, Spaziergänge, Me-Time, positive Gedanken, positive Affirmationen mit einzubringen. Ich habe da noch Probleme, mich ein bisschen dem gegenüber zu öffnen. Jetzt habe ich sehr, sehr viel gequatscht und sehr viel Updates gegeben. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Überblick über meinen aktuellen Stand bekommen und was so als nächstes ansteht.
wie gesagt, meine Supplementierung habe ich umgestellt dahingehend. Da arbeite ich ganz, ganz viel dran. Meine Ernährung ist ein bisschen anders wie vorher. Da kann ich euch gerne mal durch ein paar Full Day of Eatings jetzt nochmal mitnehmen. Könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben, ob euch das interessiert. Und ja, ich hoffe, dass ich dann diese ganzen Problemchen, sage ich mal, gut in den Griff kriegen kann, sodass ich langfristig auch keine weiteren Probleme habe. Die leichte oder moderate Schilddrüsenunterfunktion kann man auch in den Griff kriegen durch verschiedene Supplementierungen und ja, durch Stressmanagement, dass man da wieder die Schilddrüse ein bisschen mehr zum Laufen bringt. Das werden wir auch alles beobachten und ich werde euch da auch up to date halten. Wenn man natürlich eine akute oder eine viel, viel schlimmere Schilddrüsenunterfunktion hat, das ist natürlich was anderes. Deswegen ist sowas halt sehr, sehr individuell. Das, was ich mache, muss niemand anderem helfen, weil das halt speziell etwas für mich ist, für meine Bedürfnisse und für meine Probleme. Aber ich kann euch auf jeden Fall sehr ans Herz legen, euch da ein bisschen mehr mit zu beschäftigen. Zu schauen, wo das Problem herkommt, was ist die Ursache und dann eher an die Ursache gehen und nicht nur die Symptome bekämpfen. Und es ist, wie gesagt, immer noch nicht normal, wenn ihr dauerhaft müde seid, wenn ihr schlapp seid, wenn ihr Stimmungsschwankungen habt, wenn es euch nicht gut geht grundlegend. Das sind alles Symptome, die ihr nicht einfach behandeln könnt. Und ich weiß, wie es ist, wenn einem einfach nur gesagt hat, ja, stell dich mal nicht so an oder sei mal nicht so faul oder sei mal ein bisschen positiver. Es bringt halt leider nichts, ne? Und deswegen muss man da immer nach der Ursache suchen. Die Stoffwechselerkrankung, die ich habe, HPU, ist nicht reversibel. Also wüsste ich jetzt nicht, dass man sie heilen kann. Sie ist einfach da. Und ich muss meinem Körper die besseren Bedingungen geben, dass er einfach besser damit umgehen kann und dass sie mich nicht mehr einschränkt, so wie es jetzt aktuell ist. Sie hat auch Auswirkungen zum Beispiel auf meine Konzentration, auf mein Kurzzeitgedächtnis. Und jetzt habe ich halt in der Zeit, wo ich sehr, sehr viel Stress hatte, dann natürlich auch stark gemerkt, dass mich das da extrem eingeschränkt hat. Und ich dachte, ich bilde mir das ein. Und ich wurde dann oft immer nur belächelt und nicht ernst genommen. Und ich muss ehrlich sagen, es tut echt gut, zu wissen, dass meine Intention sich nicht geirrt hat, wisst ihr? Also es tut echt gut, eine Diagnose, sage ich jetzt mal, zu haben und zu wissen, was die Ursache ist und dass ich mir das nicht eingebildet habe und dass ich nicht einfach nur dumm oder faul bin, sondern dass es etwas ist, was nicht mit mir stimmt und was man halt aber beheben kann. Das wollte ich jetzt nochmal loswerden. Und ansonsten geht es mir mittlerweile auf jeden Fall viel, viel besser. Ich bin jetzt, wie gesagt, seit dem 1. März, seit circa einem Monat dabei, die ganzen Dinge zu verbessern. Ich habe auch ein neues Datum für meinen Marathon. Ich wollte den erst auf den Berlin-Marathon im, ich glaube, September schieben. Der ist aber ausverkauft gewesen, tatsächlich, komischerweise. Deswegen werde ich den Marathon in Hamburg am 23. April laufen. Ich freue mich, ich bin ready, ich habe richtig Bock. Ich werde euch da auch in Form eines Vlogs mitnehmen und ich werde euch auch mit dem Training weiter mitnehmen. Ich werde euch hoffentlich zu FIBO nächste Woche mitnehmen. Ich werde euch in meine Ausschlussdiät mitnehmen. Wenn ihr Ideen habt, let me know. Ansonsten hoffe ich, dass ich euch hier nicht unnötigerweise mit zu viel unnützen und uninteressanten Informationen zugespammt habe. Aber ich wollte es einmal zusammenfassen, sodass ihr da auch einen kleinen Überblick darüber habt, was in der letzten Zeit bei mir so los war. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Zuhören. Ich sende ganz viel Liebe an euch.